Bijou, präsentiert von der Brasserie de Cheminot. Genuss für die Sinne. Das Monatsspecial im Oktober, unser lesene Wildgericht und Köstlichkeiten zur Jagdzeit. Schön, seid ihr dabei und herzlich willkommen bei unserem heutigen Kellergespräch. Wir haben einen Gast, der wirklich eine besondere Ehre ist. Der Mesu Marcel Mottis ist nämlich wirklich eine bewundernswerte Persönlichkeit. Der 8. April 2005 hat sein Leben für immer verändert. Damals ist er mit seiner Ehefrau heimgekommen am Abend. Sie war müde, ging schlafen, er wollte noch ein bisschen Fernsehen schauen und sie haben sich ihre Wege für die Nacht getrennt. Bis der Ski aufgewacht ist, weil sie das Ende Heuren und Gieso gekehrt hat, gesehen hat, dass Titan Rauch steht, sogar in Flammen, aufgestanden, weil er den Vorhang löschen und da ist dann ein brennender Mann über die Füße gestolpert. Dann hat es dann geläschert mit dem Teppich quasi. Die Brandursache ist immer noch nicht klar, aber klar ist, x Operationen, natürlich sofort Notfall, Intensivstation und geblieben sind nicht nur Narben und ein eingeschränktes Leben, sondern ein komplett entstelltes Gesicht. Seitdem ist sein Leben ein anderes und von dem erzählt er uns heute. Kommt mit. Ganz herzlich willkommen bei uns. Danke vielmals für die Einladung, Maja. Ich wollte von dir wissen, der Moment, wo du dich nach der Operation das erste Mal im Spiegel hast gesehen, was ist in dir vorgegangen? Also das erste Mal, das ist sicher keine schöne Geschichte, wenn du das, also ich meine, ich habe ja auch schon mit den Händen, als ich mich gegriffen habe, und ich habe realisiert, dass da etwas nicht mehr stimmt, dass da etwas ganz anderes ist als früher. Oder? Und ich habe in dieser Zeit oft immer gehört, weil ich auf der Intensivstation gelegen bin, wie horizontal im Bett gelegen. Und ich habe oft immer die Lebenspartnerin gehört, wie sie mit den Ärzten kommuniziert haben und gesagt, dass sie dann immer gesagt haben, hören Sie, also wenn mein Mann aufwacht, tun Sie ein bisschen vorsichtig erklären, dass er seine Haare nicht mehr hat, weil ich länger, früher auch lange in Wähne gehe. Und das war eigentlich immer so präsent. Oder? Mhm. Aber selbstverständlich, wenn sich dein Gesicht von heute auf morgen so verändert, ist das sicher nichts Schönes. Oder? Aber hast du wie einen Schock gehabt? Oder, ist das oder hast du dich wie... Nein, also Schock hatte ich nicht. Mhm. Aber es ist sicher nichts Schönes gewesen, oder? Mhm. Sicher würde ich auch wieder aussehen wie jeden anderen. Oder? Ich würde auch gerne zum Doktor gehen können, sagen, schauen Sie, dann würde ich wissen, wo der Kliffe aus dem Schubladen nimmt. Dann haben wir Kliffe aus dem Schubladen und das aus dem Tor. So. Und dann sieht gesagt, dann so wieder aus wie früher. Mhm. Würde ich gerne machen, oder? Aber man muss auch einsehen, dass das Leben nicht so läuft. Oder? Dass so in der medizinischen Situationen andere Spieler gelten und dass einfach da Situationen sind, wo Medizin hinkommt. Da gibt es auch Punkte oder Zielsetzungen, wo Medizin nicht hinkommt. Mhm. Und da finde ich jetzt einfach. Du hast, wir haben ein Foto von dir. Du bist ein schöner Mann. Wir haben noch ein Foto von dir, wie vor der Operation hast du uns gesehen. In dem Moment hast du ja gesagt zu einer Situation. Warum? In erster Linie haben wir zu diesem Zeitpunkt sicher das Kind Kraft gegeben, also das Töchterchen dort zu machen. Also das hat mir eine immense Kraft gegeben, einen Lebenswillen. Und auf der anderen Seite habe ich mich immer, ich habe sehr gerne Rockmusik, für mich darf es gerne krachen, es darf gerne laut sein, es muss, darf gerne holen. Das hat mir immer Kraft gegeben. Oder? Und da hatte ich 2-3 Konzerte, gehabt, und ich eigentlich wollte versuchen vor dem Unfall. Mhm. Und dann ist der Unfall dazwischen gekommen, wo es mir in den Fässer gegangen ist, habe ich dann die Fans angeschrieben und denen ein Mail geschrieben. Und die haben dann hier einen Gig in Fassel gehabt. Und da habe ich denen angeschrieben und habe gesagt, ihr habt mich eure Musik hat mich riesen motiviert, zum Weiterleben. Oh, wow. Also es hat mir einen riesen Ansporn gegeben. Da habe ich auch ein fiefes Kretter bekommen von den Fans. Und die haben gesagt, ja, das ist super. Oder? Und solche Sachen, die haben immer Auftrieb gegeben. Ja. Schon spannend. Und die Tochter, aber, was heißt, die ist 16-Jährige. Deine Frau damals, die dir eigentlich das Leben gerettet hat, die ist nicht weg, die ist voll hinter dir gestanden.
so sehr, dass er sogar noch zusammen eine Bübe ins Leben gerufen hat. Jetzt heute sind er gleich nicht mehr zusammen. Ist auf lange Dauer doch der Unfall schuld? Das kann ich dir nicht viel beantworten. Da müsstest du die Lebenspartnerin, die Ex-Lebenspartnerin fragen. Das kann ich dir nicht beantworten. Oder? Weil wenn ich jetzt hier eine Antwort erzählen würde, dann würde ich irgendwo für einen vorgreifen. Das kann ich dir nicht beantworten. Das ist kein Problem. Du bist ja jemand, der extrem gerne unter Leid ist. Und das zum Glück auch wirklich nicht verloren hat. Du hast nicht aufgehört, sondern gehst immer noch gerne unter Leid. Was erlebst du für Reaktionen? Also ich denke jetzt zum Beispiel, Gott, du fährst ja sehr, sehr viel Zug. Was hast du für Reaktionen am Zug? Also, da kannst du in den Zug einsteigen und hast nur einen Platz. Oder? Dann will sich keiner zu dir da ansetzen. Ausser, das ist ja gerade in einer Zeitspanne, wo die Leute eh gedrückt im Zug hocken, dass sie sagen, oh, jetzt muss ich mich auf den zusetzen. Und dann nachher siehst du, dann werden die Kopfhörer montiert und dann wird nichts diskutiert. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die können neben dir reinsetzen und sagen, hier ist hier noch frei. Und du kannst die ganze Strecke hängen haben. Also, das ist wie mit allem im Leben. Das ist, es kommt einfach ein darauf an, ob man miteinander zu Gang kommt. Oder, ja. Bist du damit also mittlerweile wie abgehärtet? Oder was lässt das in dir aus? Weißt du, wenn jetzt zum Beispiel wirklich ein Zug fährt, niemand hockt neben dich dran. Also ich stelle mir vor, das macht gleich irgendwo weh. Oder dann denkst du, ja, hallo. Sicher ist es ein Stück frustrierend. Ich sage mir immer, es hat ja hier Platz frei und dann siehst du Läufe, Weinsäckeln und dann siehst du ein Stück weit die Nase rümpfen. Und dann sicher machst du dir Gedanken, dass die Leute denken, ja nein, zu dem setzen wir nicht. Ja? Aber das ist ja ihre Entscheidung. Ich sitze ja hier hat es mir nicht 2-3 Platz frei oder auch nicht. Und wenn die sagen, nein, ich setze mich da nicht, ist ja das dann ihre Entscheidung, nicht meine. Ja? Du bist ja eigentlich vom Luzern schon, man kehrt es auch noch. Und bist nachher in Wallis gekommen, auch weil da wirklich schwierig war, vor, nach quasi dem Unfall. Haben die Leute einfach nicht können damit umgehen? Also sind das Freunde gewesen oder Leute, die einfach mit der Umstellung Mühe hatten? Oder was war das Problem gewesen? Wie hast du das erlebt? Weil in erster Linie ist das ganze persönliche Umfeld hat sich irgendwie distanziert. Das hat einfach sukzessiv abgebaut. Oder? Und da habe ich einfach gesagt, meine Lebenspartnerin dort zum Mal, die war in einer Wartung, hat ein Kind verkauft, kurz bevor wir da hingezögelt haben, bevor wir da uns da verändert haben. Und ich habe einfach gesagt, als ich sehe, dass sich mein Leben aussen, dass mein Freundeskreis sich zurückzieht, habe ich gesagt, ich habe aussen als Kind, das mich als Gesunder gelebt hat und jetzt mit der Verletzung. Dann habe ich in absehbarer Zeit ein zweites Kind, das mich nur als Verletzter kennenlernt. Und dort habe ich den Spagat nicht wagen und sagen, ich schöpfe jetzt das Kind ins gleiche Wasser und gebe dem die gleiche Möglichkeit wie meinem Töchterli, wo mich als Gesund und als Verletzter kennt. Weil ich habe gesagt, das zweite Kind soll die gleiche neutrale Möglichkeit haben, Basis, als Kind und dürfen aufwachsen wie das Töchterli. Ja. Und das hat der Sohn, das hat der Sohn nicht können haben. Oder? Weil es einfach immer geheißen, ja, aber du weißt ja, wie war früher so, Ja, und das wollte ich einfach nicht wollen. Wie erlebst du es denn, Wallis? Also sicher gibt es hier auch Leute, die man aneckt, oder, ja. Die auch nicht grün sind. Es gibt es ja schliesslich überall. Also sagen, wir sind Menschen und überall, wo es Menschen gibt, gibt es links und rechts. Aber im Großen und Ganzen habe ich hier einfach sehr, sehr gute Leute kennengelernt. Aha. Ja. Also hast du zum Teil auch positive Reaktionen? Also sehr. Ja, also eigentlich eher im Positiven oder im Negativen. Aha. Ja. Hast du lieber, wenn die Leute anstarren? Oder hast du lieber, wenn du dich fragen kannst? Also, dass die Leute mich anschauen, das ist ganz natürlich. Oder? Aber ich will nicht ein Schaufenster puffen, wo ein Schaufenster sitzt. Also mich darf man anschauen. Und wenn man nachher gesagt was ist mit dir passiert, dass man nachher auf mich zukommt und kann fragen, das ist angenehm. Aha. Aber wenn man einfach so sagt, das finde ich nicht so cool.
Du bist lange immer wieder zur Nahoperation gegangen, in dem Sinn. Also jetzt für den Körper und überall alles. Und seit 2,5 Jahren nicht mehr, gell? Wenn ich... Ja, so 2,5 Jahre dieser Grösse. Mhm. Was hast du noch jetzt rein für körperliche Einschränkungen? Also gut, sicher dort, wo ich alles transplantiert bin, oder? Also dort habe ich natürlich, weil, wenn ein Tüger greift, ist das natürlich nicht mehr das Gleiche empfinden. Also und es auch... weh macht? Nein, einfach von der Konsistenz her, oder? Okay. Wenn du da drauf drückst, das ist ja ganz weich und das hat ganz eine andere Hautstruktur, als dort, wo ich transplantiert bin. Oder? Mhm. Also wenn ich ins Allerfach mit dir gehe, dann hat jeder das Gefühl, er hat jetzt hier eine Eitenplatte vor sich, wenn der Mensch schaut. Oder? Mhm. Und so sehe ich einfach aus. Aus dem Grund gehe ich auch, wenn ich im Freifach bin, bin ich nie auf und ohne. Oder? Mhm. In erster Linie, weil es den Haut nicht gut tut, die Sonne. Weil da gibt es eine gute Persönlichkeit, die auch Verbrennungen hat. Da siehst du auch nie mit Kurzärmel durch die Landschaft spazieren. Ja, das sind eigentlich die zwei Argumente. Ja. Und jetzt mit dem Essen? Also Essen kann ich alles. Es gibt einfach gewisse Sachen, die nicht ganz so einfach sind von der Konsistenz her. Weil, wenn du keinen Lippenschluss mehr hast, ist einfach die Koordination nicht überall gleich einfach. Mhm. Ja, aber Essen kann ich in der Regel alles. Oder? Mhm. Du bist ja mit der IVO am Lügen, euch das jetzt wieder könntest schaffen demnächst oder irgendwann mal in Zukunft. Was würdest du gerne, was wäre so das Ding, wo du sagst, da würde ich gerne mal... Ja, das ist noch ziemlich schwer zu sagen. Also wenn jetzt ich heute komme und sage, Masum, also du gut, kannst in einem Monat irgendwo arbeiten, was würde ich denn noch ziehen? Wenn ich das wieder machen kann, was ich vorher beruflich gemacht habe, wenn ich wieder gerüsten kann oder in die Richtung. Im Gerüstbau? Ja. Mhm. Ja. In dem Bereich, ja, das hilft mir sicher. Und was möchtest du auf dem Körperlichen? Ja gut, also jetzt finde ich auch einen kleinen Zahnstocher, aber vielleicht müsste ich da wieder ein bisschen Muckis. Ein bisschen ins Fitness? Ja, irgendwie so in die Richtung, ja. Aha. Aber wenn das wieder stimmt, könnte man da sicher sein oder andere wieder aufgleisen. Aha. Was machst du jetzt im Moment, also jetzt, wo das aber noch nicht ganz klar ist, wo du, schlafst du aus, bist du den ganzen Tag? Was macht der Mann so den ganzen Tag? Also, in erster Linie tue ich mich gerne mit anderen Leuten austauschen. Auf der anderen Seite interessiert mich Musik sehr intensiv. Also ich höre für einen, der gut hilft, sagt mir ja, das sind so die Internet-Junkies. Und ich bin halt so ein Junkie, der gute Musik sucht. Oder Fans, die mit einem guten Feedback und guten Sound haben. Ja, irgendwie, wie soll ich sagen, so klein. So kleine Gruppierungen, also kleine Fans, Garage-Fans. Ja, also ich... selber Musik machen? Nein. Also ich bin musikalisch unbegabt. Mhm. Also in diese Richtung nicht. Nein. Aber einfach die Fans, die nicht das gleiche Feedback-Background haben, wie wir nicht sagen Iron Maiden oder so, solche Grössenordnung. Aber da gibt es einen Haufen andere kleine Fans, die gute Musik machen. Von mir finden her auf jeden Fall. Aber die eigentlich nie die Größe haben, wie jetzt die Jungen ordentlich kennen. Mhm. Ja. Aber einfach gerne mit Hardrock-Musik? Und ja, das kann man sagen, wie Hardrock, Heavy Metal, Gothic, Foul Metal, so die Richtung. Okay. Und ist es auch so, dass du. Also ich habe mich jetzt noch gewundert, dass du mal aufstehen, irgendwann, wenn du Lust hast? Oder hast du einen Rhythmus in deinen Alltag gebracht? Wie sieht das aus? Also in der Regel stehe ich so zwischen 5:30 und 6:30 stehe ich auf. Mhm. Oder? Also sehr, sehr früh. Ja. Unglaublich. Ja, weil ich sage, wie soll ich sagen, nur weil ich nicht konsequent gehen werke, heisst das ja nicht, dass man hier da die Jungen drehen kann und die Sonne wieder anlegen und in die Sonne legen. Mhm. Ja. Weil, wenn ich mir eine Entscheidung treffe oder mir irgendein Amt sagt, ja, schau, Herr Mattis, ihr solltet jetzt wieder arbeiten. So und so ist jetzt der weitere Fahrplan. Dann plötzlich hast du jetzt so 3 Jahre um die Ecke gezogen oder? Und sagst, ja, ich habe jetzt Leben genossen. Und dann plötzlich kommt einer und sagt, ja, jetzt solltet ihr wieder auf den Stempel drücken, jetzt solltet ihr wieder arbeiten. Und dann kannst du ja gehören auf die Schnorren. Oder? Also, nein, aus dem Grund. Also, nur schon mal aus dieser Voraussetzung aus, schon ist mir das, habe ich das nicht gern. Und einfach, ja, weil irgendwann, nach so langer Zeit, von ich seit dem Umfeld sitze,
geht das auch irgendwann ein bisschen auf den Wecker. Du hast eine unglaubliche Natürlichkeit, wenn ich mit dir so rede, wenn man mit dir ja, irgendwo unterwegs ist. Das merkt man, du stehst so im Leben. Ich bewundere das, also wie du mit allem umgehst, wie du die Welt siehst. Hast du etwas Aussergewöhnliches oder Spezielles erlebt oder irgendeine Lektion gelernt? Oder wo nimmst du das? Du weißt, weil ich sage jetzt mal, ich habe verschiedene Lebenssituationen schon intensiv den Kopf angeschlagen und schon weniger intensiv den Kopf angeschlagen, weil ich einfach selber schon Fehler gemacht habe. Das war vielleicht eine Prüfung. Und jetzt, wie wir schon einmal gesagt haben, ja, aber jetzt da deine Verletzung, wie meinst du das? Oder? Und dann habe ich gesagt, schau, für mich ist das nicht irgendwie ein negativer Aspekt. Sicher ist, optisch ist sehr negativ, aber ich schaue das Ganze auch als Lebensbereicherung an. Aber wie kannst du das? Also weißt, das bewundere ich. Oder ich habe das Gefühl, irgendein Geheimnis liegt da an dir, dass du wirklich so mit dem, dass du kannst sagen, das ist eine Lebensbereicherung. Ist das wirklich über die Jahre ist das so gewachsen? Nein, das ist nicht über die Jahre gewachsen. Das ist, look, weil irgendeiner hat gesagt, look, that's, weil ich sage einfach, für mich mal die Entscheidung mal so getroffen und gesagt, schau, der Mausu hat fies an diesem und diesem Zeitpunkt, wir sind in den Tagen 2005, 8. April, hat er da und da so viel Käse gemacht und negativ verursacht. Und jetzt, am 8. hat er eine Quittung bekommen. Und dann hat der da oben gesagt, schau jetzt, Mausu, du hast jetzt so viel und so viel Scheissdreck verursacht. Du darfst noch ein bisschen auf den Leveron spazieren, aber du kommst eine Prüfung mit auf den Weg über. Entweder du meisterst die Prüfung, du kannst dich mit dieser Gegebenheit auseinandersetzen, oder du kannst es annehmen, oder du nimmst es an. Wenn du es nicht annimmst, dann wirst du verscharrt. Und wenn du es annimmst, dann schaffst und werkst und machst und kämpfst. Also fast ein religiöses Zeichen, aber eigentlich nur so ein... Ja, eben mit religiösen, ich kann eigentlich mit den Kirchen nicht so viel umhüten. Aber das tue ich mir jetzt noch fast, das tue ich mir noch tough, weißt du, wie du das sagst? Irgendeiner da oben hat entschieden, oder das Schicksal hat entschieden, oder was auch immer, dass eigentlich eine Strafe ist für das, was ich vorher gemacht habe. Und dass jetzt muss mit dem umgehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das wäre ja auch nicht fair, oder? Nein, das sicher nicht. Aber ich habe das von mir einfach so angeschaut. Mhm. Aber von wo nimmst du die Energie? Also generell von den Kindern und von der Umzug. Mhm. Ja, und von der Familie. Mhm. Wie sieht es uns mit Rückschlägen? Also ich habe jetzt gerade gesagt, du bist enorm gut unterwegs. Gibt es Phasen, wo du Rückschläge hast oder wo du Rückschläge gehabt hast? Oder ist immer alles ja, so? Also ich sage jetzt mal, ein Rückschlag war immer das, wenn ich operativ im Gesicht sage, da hatte ich verschiedene Eingriffe für Korrektur wegen der Lippen. Oder? Da hast du mir nicht gedacht, ich hatte noch zwei gesunde Arme. Also die eine Korrektur mit der linken Seite, die haben sie gemacht. Da war ich noch im Spital. Die auf der rechten Seite, da war ich anwesend. Und da haben wir darüber debattiert. Da bin ich mit einem gesunden Arm ins Spital gegangen. Und dann hat es nachher geheißen, jetzt tun wir hier Deutsch gesagt. Dann hat er Schellen, dann nehmen wir hier die Haut nehmen und dann wird das ins Gesicht transplantiert und weiter und weiter. Und dann hast du einen gesunden Arm, dann sagt der Doktor, ja, das und das tun wir wegnehmen und das tun wir dann wieder rein. Und du kannst nachher immer noch so machen, das ist schon mal das erste Aha. Mm. Ja, und dann nachher, das, was dann eben eher als Knick ist, dass wenn du richtig hast können schwätzen und nachher wieder musst zuerst wieder lernen schwätzen und nachher wieder musst lernen essen, weil dann sagt der Doktor, schau, jetzt darf ich das Maul nicht so weit auftun. Und dann musst du dort, wo du dich daran hinkämpft oder daran hingewerkt hast, musst du immer wieder von vorne anfangen. Mhm. Und das sind eher so Nacken- oder Nickenschläge, wo immer ein Stück übergegangen ist und der Deutsch. Und wie stehst du da wieder auf? Weitermachen, kämpfen. Aha. Ja. Aha. Du bist wirklich ein Kämpfer. Ja. Wirklich ein Was gibst du Leuten mit, die vielleicht eine ähnliche Situation erlebt haben wie du, aber wirklich mehr haben mit dem? Was würdest du mitgeben? Was würdest du als Tipp mitgeben? Also das allererste ist ganz sicher nicht aufgeben. Ja. Weil ich sage immer, also respektive,
Ich habe sehr, sehr spezielle, sehr offensichtliche Verletzungen. Da kann ich nicht aus dem Weg gehen. Und der, der mir links und rechts vorbeiläuft, auch nicht. Oder? Aber ich sage, obwohl ich eine sehr offensichtliche Verletzung habe, sage ich, gibt es andere Leute, die vielleicht eine viel höhere Verletzung haben, von meinem Empfinden her, die aber nie also von der Umwelt wahrgenommen werden. Ja? Und das finde ich auf der anderen Seite viel schlimmer gegenüber von der Umwelt, dass andere Verletzungen und nie so eine Verachtung bekommen. Ja, wie ich. Und nur weil ich eine so eine spezielle, offensichtliche Verletzung habe, habe ich jetzt auch die Verachtung. Und das finde ich eigentlich schade. Mhm. Ja. Also nicht aufgeben, ja. Aber auch Leute haben einen quasi unterstützen in dem, weil ja. Die, ich sage, die Aufmerksamkeit. Ja. Du hast vorhin kurz gesagt, aber mal so wieder arbeiten auf dem Gerüstbau oder so, das wäre etwas, ich würde gerne von dir noch wissen, so zum Abschluss von der Sendung. Was gibt es noch so für Träume in deinem Leben? Was gibt es Sachen, wo du sagst, das wäre schön, wenn ich das als Talk schon mal noch könnte machen oder hier, das würde ich gerne mal noch umsetzen. Also gut, also das, was ich gerne noch oder wieder würde umsetzen, das ist, ich wieder an, also ich habe außen noch ins Fahrkleinen Pfeffs, habe ich dürfen DJ machen. Das habe ich auch nach der Verletzung gemacht. Und das habe ich hier mal machen in einem Restaurant. Und da ist mir leider meine Technik eingegangen. Und da ist mir fast ein bisschen Flennen raufgekommen. Ja, weil ich habe gesagt, schau, jetzt sieht der Typ so scheiße aus. Der Feizer sagt, ja, komm, darfst in dieser speziellen Musik, Musikrichtung. Und dann geht dann doppelt die Maschine ein. Oder das war nicht mehr so gut. Ja, das würdest du gerne mal. Ja, und das würde ich gerne wieder. Und da finde ich eigentlich eher daran, wieder an Lokalitäten zu suchen, ob es da Leute gibt, die, ja, die bereit sind, für so eine Sache dazustehen. Ja. Wir wären ja nicht Bijou und wir wären ja nicht im Beschenkungsjahr, wenn wir nicht mit dir träumten. Und der Christian Imhof, der träumt mit uns. Und zwar darfst du am Donnerstagabend am 27. Oktober, das ist morgen, vom 7. bis 10. in der Bodega Bar Papas als DJ Dark Angel auftreten. Du darfst die Hit richtig einheizen. Und für alle gibt es Happy Hour die Zeit inklusive Tag. Ist das etwas? Sehr schön. Sehr schön. Echt herzlichen Dank. Wir freuen uns euch und merci vielmals, dass du hier warst und weiterhin so wirklich optimistisch durch das Leben. Viel Spass. Und danke, Christian. Genau, wir wollen bescheiden immer wieder in diesem Jahr. Und da sind natürlich euch alle Ideen gefragt. Schickt uns doch ein Mail, wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr so wieder Christian etwas offerieren wollt. Ein Mail an bijou@kanalin.ch mit dem Stichwort beschenken. Wir freuen uns schon jetzt und wünschen euch eine ganz gute Woche. Moderationsoutfit unterstützt durch No Name Fashion Shop Zwisp. Bijou präsentiert von der Brasserie de Cheminot. Genuss für die Sinne. Das Monatsspecial im Oktober, unser lesene Wildgericht und Köstlichkeiten zur Jagdzeit.